Hallo Leute, mein Name ist Benny Meusel. Ich bin der Trainer und Inhaber von 45MX Professional Offroad Academy. Seit über 28 Jahren bin ich im Zweiradsport aktiv. Circa zwei Jahrzehnte war ich erfolgreich in der deutschen Motocross-Meisterschaft unterwegs und seit 2017 bin ich aktiver Fahrer in der deutschen Enduro-Meisterschaft. Unter anderem konnte ich letztes Jahr, also 2021, deutscher Enduro-Vizemeister werden. Gestern habe ich mein neues Bike bekommen, die Scheiko SEF 300 Factory von Schwabe Motorsport. Nachmittags war ich dann gleich auf der Strecke in Lehesten unterwegs, habe die ersten Szenen gefilmt und habe mir den ersten Eindruck über das Bike verschafft. Und ja, am Ende des Videos werde ich auch die Scheiko mal mit meiner letztjährigen GasGas EC 350F vergleichen. Ja, erstmal viel Spaß im Video und bis später. Ja, also ich habe mich gezielt für die Scheiko SEF 300 Factory entschieden, da sie schon sehr gute Komponenten verbaut hat von Serie aus. Zum Beispiel haben wir hier die Agravovic Auspuffanlage, eine Komplettanlage, was natürlich vor allem, wenn man im Rennsport unterwegs ist, unabdingbar ist. Dann haben wir das Kayaba Closed Cartridge Fahrwerk, was serienmäßig extrem gut funktioniert. Weiterhin haben wir den Lüfter verbaut, serienmäßig, und haben eine Motorschutzplatte, auch serienmäßig verbaut. Was natürlich unabdingbar ist, wenn man im steinigen Geläuf unterwegs ist zum Beispiel. Was ich auch sehr gut finde, dass man hier den Mapping-Schalter hat. Hier kann man von aggressiveren Mapping zu softeren Mapping umschalten. Und ja, das sind so die wichtigsten Sachen, die das Bike von der Serie her schon mal hervorheben. Was unter anderem auch verbaut ist, sind Brembo-Bremsen, also Brembo-Vorderradbremse sowie die Brembo-Hinterradbremse. Dann haben wir hier die Brembo
Kupplungsarmatur. Ja, ich bin die Shergo einmal drüber gefahren und gestern bin ich dann mit meiner eigenen Maschine das erste Mal fahren gewesen. Was auf jeden Fall als erstes raussticht, ist das sehr, 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 sehr gute Fahrwerk von Serie her. Also dieses Kayaba Closed Cartridge Fahrwerk ist meiner Meinung nach das beste Fahrwerk, das es so gibt. Das Motorrad fährt sich also von der Serie her sehr gut vom Fahrwerk, auch auf der Motocross-Strecke. Was auch sehr gut ist, ist das Handling. Vor allem in sehr engen Kurven ist das Motorrad sehr, sehr wendig, fährt sich wie ein Fahrrad. Man merkt halt, dass es vom Gewicht her sehr leicht ist. Nochmal 6 Kilo leichter als die 450er Variante. Auch vom Motor her habe ich am Anfang gedacht, okay, 300 Kubik, das ist vielleicht ein bisschen wenig für einen Viertakter, aber wenn man weiß, mit welchem Gang und welcher Drehzahl man zu fahren hat, dann geht das Motorrad auch gut voran. Auch die von der Bremskraft her, bei der Vollradbremse bin ich immer ein bisschen pingelig, die geht echt, echt richtig gut. Und ja, das waren so meine ersten positiven Eindrücke. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, sind die originalen Fußlasten. Deswegen habe ich hier andere Fußlasten verbaut, weil die Originalrasten meiner Meinung nach, ich bin da wie gesagt von Fuß bis über die Knieschlussstellung recht fingerlich, sind die Originalfußlasten etwas schmal und auch etwas, etwas wenig Grip meiner Meinung nach. Deswegen habe ich andere Fußlasten verbaut. Dann ist es auch so, dass ich aufgrund meines steifen rechten Sprunggelenkes ein bisschen Probleme habe mit dem Fußbremshebel und brauche den immer recht hoch, also sehr, sehr hoch eigentlich. Da geht er aber leider nicht mehr weiter nach oben. Deshalb musste ich hier ein bisschen unter diesem Teil etwas unterlegen, sodass ich auch vernünftig bremsen kann. Weil das sind so die Kleinigkeiten, die nicht ganz so perfekt sind von der Serie her. Aber ich meine, das sind so Kleinigkeiten, die man eigentlich relativ leicht beheben kann. Wie gesagt, diese anderen Fußlasten bieten viel mehr Grip als die originalen. Und was auch für mich wichtig ist, dass die Fußlasten etwas nach oben gehen auf der Außenseite. Und ja, dann müssen wir noch mal ein bisschen Hand anlegen, dass die noch ein bisschen mehr nach oben stehen seitlich. Aber ansonsten kann man überhaupt nicht meckern. Es ist echt ein sehr, sehr gutes Motorrad. Vor allem, weil viele haben ja da, denke mal, nicht so viel Erfahrung mit der Margo Shergo. Aber von der Serie her kann man echt nicht meckern. Ja, viele haben mich ja gefragt oder fragen sich ja, wie finde ich nun die 300er Shergo im Vergleich zur 350er Gasgas, die ich letztes Jahr gefahren bin. Wenn man mal von vorne und nach hinten durchgeht, was ich bei der Shergo Original, also von der Serie, ich vergleiche beide Maschinen im selben Zustand, besser finde, ist erstens natürlich das Fahrwerk. Deutlich besser. Ich finde auch besser, dass schon eine Auspuffanlage, also Agrabovic Auspuffanlage dran ist. Ich finde besser, dass serienmäßig ein Mapping-Schalter dran ist. Ich finde besser, dass serienmäßig ein Lüfter und eine Motorschutzplatte dran ist. Und ich finde auch besser, dass serienmäßig die Brembo-Bremsen montiert sind und nicht die Praktec-Bremsen wie bei der GasGas. Was ich auch besser finde, ist, dass sie etwas handlicher noch ist als die GasGas. Was ich etwas bei der GasGas besser fand, ist, dass der Zweckluftfilterwechsel, das ist bei der GasGas ja dieser Seite hier drüben mit diesem Deckel natürlich, dass man den Deckel einfach abziehen kann und kommt sehr, sehr leicht und hat recht viel Platz an den Luftfilter ran. Das ist hier bei der Shergo etwas anders, muss man ein bisschen machen, hier haben wir leicht, also einfach die Schraube aufdrehen, sitzt und abnehmen, kommt leicht ran, aber ist ein bisschen enger alles. Also das Ding ist bei der GasGas etwas besser gelöst, meiner Meinung nach. Dann merkt man natürlich 50 Kubik weniger, merkt man schon im Drehmoment. Also von ganz unten heraus ist die GasGas etwas spritziger. Ich sag mal so, auf der mittleren Drehzahl her nimmt es sich nicht so viel. Was ich bei der GasGas auch besser fand, sind die Originalfußlasten. Dadurch musste ich keine anderen montieren. Die hatten recht guten Grip und waren auch von der Stellung her seitlich nach oben geneigt, was ich gut fand. Alles in allem würde ich behaupten, dass die Shergo das bessere Serienfahrzeug ist. Vor allem für denjenigen, der ein bisschen flotter unterwegs ist und etwas mehr damit springen will, mehr an die Grenzen gehen möchte, ist die Shergo die bessere Serienvariante auf jeden Fall. Was ich bei der GasGas auch besser fand, ist, dass man den Bremshebel, ohne dass man unterlegen muss, hier schön nach oben stellen konnte. Ist natürlich wahrscheinlich bei den meisten, die meisten werden mit der Shergo so klarkommen, aber da aufgrund meines steifen, recht steifen oder fast komplett steifen Sprunggelenkes, musste ich da unterlegen.
Ja, ansonsten werden wir, vor allem weil ich ja dieses Jahr trotzdem ein paar Rennen fahren werde, auch ein paar Kleinigkeiten noch dann anpassen. Und ja, ich denke mal, ich werde im Sommer noch mal ein Video dazu machen, so ein Update. Der nicht nur den ersten Fahreindruck jetzt, sondern nochmal nach 40 Stunden oder 50 Stunden mal nochmal ein Video dazu machen, was mir noch so aufgefallen ist, wenn ich das Motorrad besser kennenlerne. Und was ich natürlich nicht sagen kann aktuell ist, wie die Haltbarkeit ist. Ich weiß, die Gasgas hat gut gehalten letztes Jahr, da hatten wir überhaupt gar keine Probleme. Wie es bei der Shergo ist, zwecks Haltbarkeit, das kann ich aktuell nicht sagen. Dann müssen wir erstmal ein paar Betriebsstunden noch drauf fahren. Und ja, ich denke mal, da werden wir im Sommer nochmal ein Video machen. Und dann vielleicht im Herbst nochmal eins, wenn die Saison rum ist. Und ja, mein Plan ist, das habe ich schon in vielen anderen Videos gesagt, ich weiß, dass öfter Videos kommen werden jetzt. Da ich mich etwas zurückgezogen habe aus der deutschen Enduro-Meisterschaft, müsste ich jetzt eigentlich mehr Zeit dafür haben. Ja, abonniert gerne den YouTube-Kanal, lasst ein Gefällt mir da, schreibt gerne was in die Kommentare rein, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was euch vielleicht fürs nächste Video wünscht. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann mal auch an der Strecke, beim Training, beim Rennen oder bei einem 45X-Lehrgang. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, das war's erstmal soweit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.